So, guten Tag, grüß Gott, Servus, hallo. Mein Name ist Stefan Bock. Heute findet mein 8. Webinar statt. So, heute reden wir über PFAS. Das ist sicher für alle Anwesenden ein hochbrisantes Thema. Nie hätte ich gedacht, dass uns das so überrollt. War für mich das bisher spannendste und schwierigste Thema, weil ich noch nie auch so viel recherchieren musste. Und es betrifft natürlich auch die ureigenste Kompetenz der Bock Machining, weil wir bisher noch zu 90% Fluorkunststoffe, allen voran PTFE, verarbeiten. Spätestens seit dem Ausstieg von 3M ist das Thema bei uns ins Rollen geraten. Und ich war täglich überrascht bei der Recherche, wie das Ganze jetzt in den Medien präsent ist. Ich hoffe, dass sich alle Anwesenden im Vorfeld etwas schlau gemacht haben, unter anderem bei uns auf der Homepage. Es gibt ja schon zwei Blogs zu dem Thema und auch ein Vorläufer-Webinar. Die Veranstaltung wird also heute darauf aufbauen und es wird auch aus Zeitgründen gar keine großen Wiederholungen geben. Also ich empfehle wirklich allen Anwesenden auch, sich diese Blogs und das Webinar vorher bei uns auf der Homepage anzusehen. Ja, vielleicht nochmal zu mir. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Sonderdichtungen. PTFE als wichtigster Fluorkunststoff war immer der Hauptwerkstoff. Ich habe mich auch nie richtig mit den Auswirkungen unseres Geschäfts auf die Umwelt beschäftigt. Im Mittelpunkt stand immer die Aufgabenstellung vom Kunden und man muss jetzt eigentlich sagen, es war im Nachhinein sehr naiv. Als wir vor 2 Jahren uns etwa mit beschäftigt haben, mit Nachhaltigkeit und der Späneentsorgung, sind wir dann auf Umwegen auf das Thema PFAS gestoßen. Und dann gab es auch vor einem Jahr den ersten Blog dazu. Heute, die ursprüngliche Intention dieses Webinars war eigentlich der Ausstieg von 3M bei PFAS. Das Tochterunternehmen Dyneon soll bis Ende 2025 komplett geschlossen werden. Und zum Produktportfolio zählen sowohl die Fluorpolymere, wo PTFE dazugehört, als auch die Fluorelastomere, wie beispielsweise FKM. Die Nachricht hat natürlich hier intern in dieser überschaubaren Branche erstmal für einen großen Aufschrei gesorgt, bei den Verarbeitern zunächst. Mittlerweile ist es auch bei den Kunden angelangt und aufgrund der Marktstellung von Dyneon dürfte dies der bisher tiefste Einschnitt in der Fluorpolymerwelt sein, nachdem es jahrelang eigentlich immer nur bergauf ging. Und jetzt überschlägt sich das Thema ja geradezu in den Medien. Vielleicht eine kurze Übersicht, wie ich das Ganze gestalten möchte. Ich werde heute zunächst versuchen, Fakten darzulegen, dann die vermuteten Konsequenzen herauszuarbeiten. Dann gibt es natürlich jede Menge Unwägbarkeiten, die ich ansprechen möchte. Und dann natürlich, das ist das Wichtigste, was die Teilnehmer warten, Empfehlungen, die für jeden, der hier zuhört, geeignet sein sollten. Ganz besonders würde ich mich natürlich dann auch über Beiträge an den Stellen freuen, wo mein Wissen nicht ausreicht und am Ende darf natürlich auch ordentlich diskutiert werden. Ja, und die Vorbereitung des Webinars, da habe ich mir Mühe gegeben, mit der aktuellen Entwicklung standzuhalten, aber gerade in den letzten Tagen habe ich das Konzept tatsächlich immer wieder ändern müssen. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise hinführt. Auf alle Fälle ist es heute nur eine Momentaufnahme von diesem ganzen Thema. So viel sei gewiss. Also das ist uns allen klar. Irgendjemand hat noch ein Mikro an und vielleicht kann derjenige das gerade noch abschalten. So, jetzt machen wir erstmal eine kleine Umfrage. In welchem Unternehmen ist PFAS bereits bei euch ein Thema? Wir haben 4 mögliche Antworten. Ja, das Thema kam von intern. Ja, der Anstoß kam von Kundenseite. Oder ja, der Anstoß kam von Lieferantenseite. Und wenn das Ganze bisher nur aus den Medien bzw. aus der Einladung zum Blog Aufmerksamkeit erregt hat, dann bitte die Nummer 4 ankreuzen.
Ja, aber auf alle F wahrscheinlich ist jetzt auch keiner dabei, der das Thema jetzt heute zum ersten Mal neu erfährt. So, kommen wir mal zur Einleitung. Glaube, das können wir auch stoppen jetzt. Wer einen Tag früher Recht hat als andere, gilt einen Tag als Idiot. Interessantes Zitat. Tatsächlich ist mein erster Blog zum Thema bereits genau ein Jahr her. Aber wie wir gleich sehen werden, ist das Thema schon viel, viel älter. Also ich reklamiere für mich nicht, dass ich der Entdecker bin. Es war auch nur ein Zufall, beziehungsweise ein Kunde hat uns darauf aufmerksam gemacht. Da haben wir uns dann damit beschäftigt. Und in dem Blog vor einem Jahr habe ich mich noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Keiner konnte das Thema so richtig einschätzen. Aber mittlerweile haben wir eine ganz andere Situation, wie wir jetzt sehen werden. Wenn wir von PFAS sprechen, also per- und polyfluorierte Chemikalien, dann sollten wir unter Fachleuten wissen, dass hiermit zwei komplett verschiedene Gruppen an Verbindungen gemeint sind. Zum einen haben wir diese Nicht-Polymere, also die kurzkettigen Verbindungen, die entweder als Vorprodukte für die Polymere dienen oder als Produktionshilfsstoffe, vielleicht auch als Ausrüstungschemikalien für Papier, Karton und Textilien. Und diese Gruppen haben den viel gefährlicheren Umweltaspekt. Die zweite Gruppe, die Polymere, wir reden hier von eher nicht flüchtigen, hochmolekularen Verbindungen, die aufgrund ihrer Molekülgröße und ihrer Inertheit, also die chemische Reaktionsträgheit für Mensch und Natur zunächst ungefährlich sind, beziehungsweise es ist ja auch geradezu prädestiniert für physiologische und für Lebensmittel. Technische Anwendungen gewesen. Wenn wir jetzt mal uns die zweite Gruppe hernehmen, also die Fluorpolymere, und auch mal schauen, wie sich das von den Anteilen her verteilt, sehen wir hier ein Diagramm, was die unterschiedlichen Fluorpolymere 2022 darstellt. Und man sieht, dass PTFE mit ganz grob 50% den größten Anteil hat. PVDF ist auch ganz interessant, habe ich gelesen, wird als Kabelisolierung insbesondere in den USA hergenommen für Holzhäuser. Und FEP hat als Schlauchmaterial sicher einen sehr großen Anteil in der Medizin und in der Lackiertechnik. Bei den anderen, im rosafarbenen Bereich, können wir FKM und FFKM vermuten. Die anderen Fluorkunststoffe bilden da eher eine kleine Randgruppe. So, 3M steigt also aus dem Bereich der Fluorpolymer überhaupt bei der ganzen PFAS-Produktion aus. 3M ist ein amerikanischer Konzern, ungefähr 100.000 Mitarbeiter, Umsatz 34 Milliarden Dollar 2021. Wir reden von einem Gewinn von 6 Milliarden. Und die Dynion als 100% Tochter ist jetzt gar nicht mal so klein, was den Umsatz betrifft. Trotz nur 700 Mitarbeiter trägt sie doch 1,3 Milliarden Umsatz bei und damit auch 3% des Konzerngewinns. Okay, absolut, also relativ gesehen gut, aber absolut ist es natürlich auch eine große Nummer. Und 3M oder Dynion und der Vorläufer Höchst natürlich in Frankfurt reklamieren ja beide für sich mit DuPont und Chemours der älteste Player im Segment zu sein, der Fluorpolymere. Aber zu DuPont und Chemours kommen wir später nochmal. So, was ist passiert, damit 3M beschließt, die Fluorpolymerproduktion einzustellen? Da gibt es sehr viel zu berichten. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche. Also wir haben dieses Werk in Zwindrecht in Belgien, was im März 2022 dann tatsächlich endgültig stillgelegt wurde, nachdem ein massiver Umweltskandal in Flandern vorausgegangen ist, wo der von Korruption gekennzeichnet war, von einer unglaublichen Verseuchung der Umgebung mit PFAS, von Strafzahlungen. Und am Ende hat die Regierung beschlossen,
das dann nicht weiter produziert werden darf. In den USA ist im November 2022 dann noch Folgendes passiert. Der Generalstaatsanwalt von DuPont, nein Quatsch, der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, so ist es richtig, verklagt oder klagt DuPont und 3M zusammen mit 18 weiteren Unternehmen, die Umwelt über Jahrzehnte mit giftigen PFAS wieder besseres Wissen verschmutzt zu haben. Ich würde sagen, bam. Also was passiert da? Das mächtigste Organ des einflussreichsten Staats, der größten Industrienation der Welt, legt sich mit zwei der größten, auch amerikanischen Konzerne an. Und diese beiden Unternehmen schreiben sich beide auf die Fahne, die Erfinder von PTFE zu sein. Und außerdem sind ihre Marken Teflon und TFN die bekanntesten am Markt. Die gesamte Prozessserie könnte zur teuersten juristischen Auseinandersetzung in der Geschichte der USA werden. Und um das Trinkwasser im ganzen Land von PFAS zu befreien, gibt es Schätzungen, die von 400 Milliarden sprechen. Das wäre ungefähr das Zehnfache des Jahresumsatzes von 3M und vielleicht sogar noch mehr. So, nur gut einen Monat später beschließt also 3M mit dem CEO Mike Roman, die Produktion einzustellen. Man muss sich das auch wieder auf der Zunge zergehen lassen. Einer der größten amerikanischen Konzerne schließt den Geschäftsbereich komplett, der bis dahin gut verdient hat. Und außerdem handelt es sich bei Fluorpolymeren generell um einen Markt, der jährlich kontinuierlich gewachsen ist oder wächst und insbesondere die Hightech-Branchen bedient. Das Werk Gendorf in Südbayern wurde über Jahre hinweg modernisiert und erweitert. Und mit TFM hat man neben Teflon von Chemours eine weltbekannte Marke installiert oder etabliert. Und wir als Verarbeiter von PTFE müssen uns jetzt die Frage stellen, wie sich diese Entscheidung auf unser Tagesgeschäft auswirken wird. Versuchen wir uns also dem Thema zu nähern. Erstmal von der rein verarbeitenden Seite. Wenn wir uns die weltweite Fluorpolymerproduktion bisher anschauen, dann sieht es ungefähr so aus, dass Dyneon einen Marktanteil hat oder hatte von ca. 10%. Chemours, in Klammern DuPont, etwa das Doppelte und dann es auch noch eine Handvoll andere Player gibt. Wir reden von ungefähr 300.000 Fluorpolymeren und davon haben wir gelernt, eben sind 150.000 Tonnen PTFE. Also diese 10%, dieser orangefarbene Bereich, der soll in 2 bis 3 Jahren wegfallen. Die Prognosen der vergangenen Jahre, also die Entwicklung der vergangenen Jahre, was den Fluorpolymerverbrauch betraf, ging eigentlich jährlich von 5 bis 6% Steigung aus. Und diese Darstellung zeigt jetzt, dass diese Prognosen bis zum Jahr 2028 auch hätten weitergehen sollen. Wir werden sehen. Jetzt nochmal zur Erklärung, welche Kunststoffe enthalten Fluorverbindungen? Da haben wir ganz grob diese zwei Gruppen, Thermoplaste und Elastomere. Die grauen, habe ich mal hinterlegt, sind so die größten Mengen. Bei den Thermoplasten reden wir von PTFE, PVDF, PFA und FEP und bei den Elastomeren von FKM. Der Handelsname von DuPont für FKM lautet Viton und der Begriff ist ja eben bekannt. So, als wo finden sich diese Fluorpolymere? Wir reden also zum größten Teil von der Chemie, Prozesstechnik, Verfahrenstechnik mit grünem Kuchenanteil, Maschinenbau, da wo sich jetzt auch die Firma Bock Machining meistens bewegt, bei fast 20% und Elektrotechnik und Automobil folgen. Es sind da natürlich sehr viele Zukunftsbranchen auch dabei im Nachgang, wie alternative Energien, Halbleiter, mobile Kommunikation, Medizintechnik, Gentechnik.
Und diese Branchen, die kommen aktuell ohne Fluorpolymere kaum aus. Natürlich wurde PTFE jahrelang als Allheilmittel propagiert und jeder, der in der Dichtungstechnik etwas, irgendeine anspruchsvolle Anwendung abdecken wollte, der kam an PTFE gar nicht vorbei, weil dieser Werkstoff gegenüber den Elastomeren einfach so viele Vorteile hat. PTFE war bisher ja verhältnismäßig günstig, wenn man seine Leistungsfähigkeit dagegen sieht und hat eben diese unglaubliche Vielfalt an Eigenschaften. Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Auszug aus unserer Webseite jetzt hier reingestellt. Das ist mittlerweile überarbeitet, aber so sah unsere Website bis heute Morgen noch aus. Das heißt, auch wir haben natürlich komplett auf diesen Werkstoff gesetzt und haben den propagiert und seit 23 Jahren bin ich damit eigentlich verheiratet gewesen. Ja. Das große Problem und was bisher schon war an PTFE, ist dieser extreme Ressourceneinsatz und der Umwelteinfluss bei der Förderung. Das heißt, wir reden von Bergbau und Flussspat. Die Synthetisierung der Monomere ist schon mal relativ aufwendig. Dann die Polymerisation. Der Kreislauf bei den Spänen und des Produktionsausschusses ist weitgehend ungeklärt. Und die Entsorgung nach der Lebensdauer. Das war bis jetzt schon soweit bekannt. Also Fluorpolymere, nicht nur PTFE, haben also per se schon eine relativ schlechte Ökobilanz. Wir haben eben diesen großen Verlust bei der Zersparnung. Wenn wir uns ein typisches Dichtungsteil wie ein Faltenberg ansehen, dann müssen wir feststellen, dass durch Aufmaß, Spannansatz und Faltengeometrien bereits 3/4 vom Rohling in der Spänekiste landen. Das heißt, der größte Teil der Ressourcen wird bereits gar nicht genutzt. Jetzt können wir argumentieren, dass dieses weiße PTFE wieder aufbereitet werden kann. Jedoch wird ein großer Teil natürlich auch kompoundiert, das heißt mit anderen Füllstoffen untrennbar vermischt. Und diese Späne werden bis jetzt immer noch üblicherweise verbrannt, obwohl von über 10 Jahren Dyneon, also auch wieder 3M, eine Upcycling-Anlage zusammen mit einer Hochschule installiert hat. Eine Pilotanlage im Werk Gendorf aufgebaut. Natürlich den gesamten Prozess mit Patenten zugenagelt, doch wurden seitdem unseres Wissens nach keine nennenswerten Mängel recycelt. Gerüchtemäßig wurde mir gleiches von DuPont an mich herangetragen. Ich habe aber bei meiner Recherche nichts gefunden. Vielleicht kann mir einer Zuhörer dazu was sagen. Ist da was bekannt? Wenn sich da jemand einklinken. Nein, danke. So, bereits 2015 kommen wir also jetzt zu dem eigentlichen Thema PFAS. Also wir haben jetzt erstmal die Themen beleuchtet, die jetzt die Branche an sich betreffen. Jetzt werden wir das Thema PFAS in Gänze versuchen, in Gänze aufzurollen. 2015 haben sich in Madrid mehrere hundert Wissenschaftler getroffen, also über 100 Wissenschaftler, und haben das sogenannte Madrid Statement on PFAS formuliert und eine Botschaft an die Welt und an die Wissenschaftler gerichtet, indem sie auf die Gefährlichkeit der PFAS hingewiesen haben. Dabei wurden ganz klare Handlungsempfehlungen vorgenommen. Unter anderem soll eben also das ist ein relativ großes Pamphlet. Unter anderem wurde eben der Ausstieg aus der Produktion angeraten und die Verwendung von PFAS eben dringend abgeraten. Nun hat die EU-Kommission unter Federführung von einigen Ländern, unter anderem auch Deutschland, angekündigt, PFAS umfassend zu regulieren. Wir reden also von mehreren tausend Chemikalien und Kunststoffen, auch die Fluorpolymere. Und der Beschränkungsvorschlag zielt darauf ab, die Herstellung, das Inverkehrbringen sowie die Verwendung aller PFAS zu verbieten. Hier sehen wir eine Übersicht in Englisch, wo PFAS überall eingesetzt werden. Also wir reden hier von den
jeder molekularen Verbindungen, fluorhaltige Chemikalien, wo vor allem diese Wasser-, Öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften gefordert sind. Okay, fangen wir oben an bei 12 Uhr. Klamotten, ja, weiß jeder, Gore-Tex und Beschichtung, alles wunderbar. Gehen wir weiter nach unten, links, also entgegen des Uhrzeigersinns, Löschschäume, ja, auch schön, wenn es brennt, da ist man froh, wenn es dann gelöscht wird. Dann geht es weiter, okay, Personal Care Products, Kosmetik, Fragezeichen. Beschichtungen von Pfannen, ja, auch eben klar, Teflonpfanne ist in aller Munde. Jetzt kommen wir weiter, Fast Food Packaging. Hä? Lebensmittel? Ich wusste es nicht. Das andere schenken wir uns. Wir gehen zur nächsten Folie. Wie ich jetzt erfahren habe, also das ist ja Wahnsinn eigentlich, ich bin erschrocken, ist die Tatsache, dass offensichtlich fast sämtliche Einwegverpackungen von Lebensmitteln mit Fluorverbindungen behandelt sind. Das heißt, wir reden von Pizzakartons, Burgerschachteln, Kaffeebecher, Mikrowellenverpackung für Popcorn, das dürfte noch das Wenigste sein. Und es wird natürlich gemacht, damit die Verpackung nicht durchweicht, klar. Aber man muss sich es auch wieder vorstellen. Es ist nicht nur so, dass wir Millionen von Bäumen fällen, um diese zu Papier und Karton zu verarbeiten, das nach einmaliger Verwendung weggeschmissen wird und oft landet dieses Zeug natürlich auch in der Natur. Nein, es geht um Lebensmittel, die mit giftiger Chemie behandelt werden und die wir dann quasi zu uns nehmen. Also wir verseuchen nicht nur uns und die Natur, wir verseuchen nicht nur das Altpapier und die Natur, sondern auch uns. Also jeder ist betroffen. Und das ist natürlich schon, also das war für mich echt heftig. Und als Folge von dieser Verwendung ist es jetzt mittlerweile so, dass die PFAS durch diese Unwissenheit großflächig in der Umwelt verteilt werden. Und wir wissen, dass diese auch nicht da bleiben, platziert wurden, sondern die verteilen sich inzwischen auf der ganzen Welt. Wir finden die an den Polen genauso wie im Urwald. Also die Verwendung von den Löschräumen, die Entsorgung von belasteten Klärschlamm aus der Papierindustrie beispielsweise und natürlich auch die Herstellung von PTFE, auch in Deutschland, auch in den USA, hat dazu geführt, dass wir mittlerweile ein weltweites Problem haben. Fakt ist auch, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Politik den Konzernen gegenüber nachhaltig gestört ist. Hier in dieser Branche reden wir natürlich von DuPont und 3M. Es gibt einen Film dazu, der heißt Vergiftete Wahrheit, wo der Kampf eines Anwalts, der jahrzehntelange Kampf eines Anwalts gegen DuPont hinsichtlich der Umweltverschmutzung mit PFAS nachgespielt wurde. Und dieser Anwalt, der heißt Robert Billet, wurde vor 25 Jahren von einem Farmer darum gebeten, zu recherchieren, wieso seine Rinder reihenweise verenden. Und seine Farm lag direkt neben der Deponie von DuPont und die Tiere tranken das Wasser aus dem nahegelegenen Bach. Und er hat sich da reingearbeitet. Interessanterweise war offensichtlich zu dem Zeitpunkt auch ein Firmenanwalt, ein Justiziar von DuPont, hat er nicht locker gelassen. Am Ende ging die Auseinandersetzung so lange, dass sein Mandant dann zwischenzeitlich auch an Krebs verstorben ist. Und der Anwalt musste auch privat und beruflich enorme Einschränkungen erleiden, um diese Aufgabe zu bestehen. Und nach fast 20 Jahren wurde am Ende dann DuPont verurteilt, den Opfern über 600 Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Und diesem Anwalt wurde dann auch 2017 für diese Verdienste der alternative Nobelpreis verliehen. Mittlerweile ist das Ganze Chefsache in den USA. Wir sehen also von einer Pressemitteilung des Weißen Hauses vom Juni 2022, dass die Biden-Harris-Administration neue Erkenntnisse und Maßnahmen ankündigt, die dazu beitragen werden, das Trinkwasser der Amerikaner vor Kontamination zu schützen.
PFAS sind eine Reihe von Chemikalien, die Krebs und andere schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen können. Eine ernsthafte Bedrohung für alle Gebiete. Sie gelten als Ewigchemikalien, da sie umweltbeständig und bioakkumulierbar sind und für lange Zeit im menschlichen Körper verbleiben. Das sind also die Auszüge aus den Originalzitaten dieser Pressemitteilung. So, vor einer Woche, am Dienstag, den 23. Februar, habe ich das Stichwort PFAS in Google eingegeben, um mal zu sehen, wie die Aufmerksamkeit ist. Und wir redeten vor einer Woche von 35 Millionen Suchergebnissen. Das heißt, Seiten, die sich mit PFAS, wo das Wort PFAS erwähnt wurde. Eine Woche später, heute, ja, nein, eine Woche später, nicht ganz, reden wir von 53 Millionen. Heißt, die Aufmerksamkeit bezüglich der PFAS, die steigt derzeit enorm. Wir wissen, dass sich auch das Fernsehen damit beschäftigt. Diese Woche war ein Bericht der Tagesschau zu sehen. Und am Montag gibt es einen Bericht wohl von RTL. PTFE, da kann man gucken, wenn das nicht drin ist, das ist schon mal ganz gut. Es kann aber in einer Art und Weise so eine kleine Entwarnung geben in der Nutzung. Ne? Also wenn man so eine Pfanne benutzt, wo das drin ist, ist das in der Regel, wenn die heil ist und so, nicht schädlich. Das Problem ist die Herstellung und die Entsorgung. So, also PTFE wurde jetzt im Zusammenhang mit PFAS, mit diesen Recherchen eindeutig genannt. Es wird also schwer sein, es wird für jeden schwer sein, diese Themen jetzt wieder zu trennen. Es ist ja ohnehin so, dass wissenschaftlich komplexe Zusammenhänge die öffentliche Diskussion nur schwer erreichen. Obwohl es hervorragende Recherchen zu dem Thema gibt, aber auch hier haben wir eben gesehen, wird PTFE in einem Atemzug mit der Problematik zu PFAS genannt. Wir können uns also dem Thema nicht mehr länger entziehen. Jetzt ist die Frage, was werden die Konsequenzen sein? Das hängt jetzt davon ab, wie sich es weiterentwickelt. Es tut sich ja gerade so viel. Und ich habe es nicht geschafft, in den letzten Tagen mein Konzept an diese aktuelle Entwicklung ständig anzupassen. Was ich jetzt also hier in der Präsentation, in dem Webinar auch sage, sind Vermutungen. Bleiben wir also zunächst mal bei den brancheninternen Konsequenzen. Wir können nochmal zurück. Das Nachfrage-Angebots-Verhältnis hat sich ja schon längst verschoben. Also die Fluorpolymere sind teuer geworden. TFM sowieso von Dyneon ist knapp und wird demnächst ja komplett wegfallen. Das, was jetzt noch verkauft wird, dient dazu, die aktuelle Nachfrage gerade noch so zu bedienen oder vielleicht wird auch schon gehamstert und gehortet für die Zeit, wenn es kein TFM mehr gibt. Klar ist auch, dass sich die Preise schon erhöht haben. Ja, und es wird auch so sein, dass natürlich auch die Produktion jetzt nicht billiger wird. Es wird dazu kommen, dass die Umweltauflagen stärker werden. Diese Unternehmen kommen in den Fokus, werden kontrolliert, müssen ihre Produktion vielleicht mal einstellen, vielleicht müssen sie stärker eben ja, ausbauen, was die Sicherheit betrifft oder das Recycling von den Produktionshilfsstoffen. Die Preise werden steigen und die Asiaten, die da in die Bresche gesprungen sind oder springen werden, die sind ja auf diesen Zug ja auch schon längst aufgesprungen. So. Die Qualität sinkt, das wissen wir schon, das haben wir selber bemerkt bei uns, als auch bei den Wettbewerbern. Und klar ist, wenn jetzt das Angebot knapper wird, dann wird rausgehauen, was geht, um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können. Die Frage ist natürlich, wie lange das noch andauern wird, weil die Gegenkräfte gerade enormen Aufwind bekommen. Und jetzt kommen wir zu den Konsequenzen, die außerhalb der Branche liegen. Dieses Thema ist so mächtig, so global und allumfassend, dass der gesellschaftliche, mediale und politische Druck auf die Großkonzerne gerade gewaltig steigt.
Insbesondere bei den Lebensmitteln, also wegen diesen Einwegverpackungen und wegen des Trinkwassers, nimmt die Aufmerksamkeit enorm zu. Auch hier wieder zwei Suchen bei Google, eine von einer Woche und eine von heute. Wir sehen also, wenn man jetzt PTFE eingibt und schaut, welche Vorschläge Google macht, dann ist links noch, reden wir von völlig neutralen Begriffen wie Spray, Beschichtung, Schlauch, Material und so weiter. Und eine Woche später ist Gift, PTFE giftig, schon auf Platz 5 der Vorschlagsliste. Ich vermute, dass der Einsatz der Fluorpolymere auch durch diese EU-Verordnung stark eingeschränkt werden wird. Nicht nur die kurzkettigen PFAS, die per se ja umweltschädlich sind, sondern auch die Fluorpolymere im Fahrwasser oder im Nachgang wird sicher schwierig werden, zu argumentieren, wieso man PTFE einsetzt. Also auch nicht nur jetzt in der Anwendung mit Lebensmitteln, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass im Bewusstsein ist, dass die Produktion von Fluorpolymeren eben Umwelt einen großen Einfluss auf die Umwelt hat, sagen wir es mal so. Ja, kommen wir mal zu den Unwägbarkeiten, wo wir noch nicht drinstecken. Die große Frage: Was macht Chemours? Chemours ist als Tochter, ehemalige Tochter von DuPont, der Platzhirsch. Wir haben gesehen, 20% Weltmarktanteil. Die Firma reklamiert für sich, Polytetrafluorethylen erfunden zu haben. Allein der Markenname Teflon hat sich für PTFE generalisiert. Und DuPont steht in Kalifornien auf der Anklagebank und wurde bereits in der Vergangenheit zu milliardenschweren Strafzahlungen verurteilt und auch zum Ausgleich für Umweltschäden, beziehungsweise hat sich dazu bereit erklärt. Dieser Ersatzstoff für die Fluortenside, Chenix, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, ist auf EU-Ebene gescheitert, wie wir hier sehen, an dieser kurzen Pressemitteilung. Für den weiteren Fortbestand der Fluorpolymerwelt wird natürlich eine Entscheidung dieses Konzerns für oder gegen eine Einstellung der Produktion hätte weitreichende Folgen, die jetzt noch gar nicht abzusehen sind. Die ECHA, European Chemicals Agency, die ist natürlich jetzt im Clinch mit den Lobbyisten und mit den Industrieverbänden. Die ECHA als Vertretung, quasi als Volksvertretung für die gesamten Europäischen Union, möchte alle PFAS verbieten. Und am Ende wird es natürlich da Kompromisse geben. Und welche die Unwägbarkeiten sind, welche Stoffe werden betroffen sein am Ende, welche Anwendungen sind dann noch erlaubt, wie werden die Übergangsfristen aussehen und welche Kontrollmaßnahmen sind vorgesehen. Kann heute keiner beantworten. Jetzt muss ich mal was trinken. Die FDA, also die Food and Drug Administration, ist natürlich ein mächtiges Organ der Vereinigten Staaten, eine Behörde, die für alle Maschinen- und Anlagenbauer beziehungsweise für jeden, der Lebensmittel in den USA importieren möchte, die führende Organisation ist. Wie wir auf der Homepage der FDA sehen, beschäftigt diese Behörde sich auch bereits mit PFAS. Und auch da sind natürlich mächtige oder verbindliche Entscheidungen zu erwarten. Das ist eine Bundesbehörde, die untersteht mit Sicherheit dem Weißen Haus und dem Präsidenten. Wir wissen, wie sich die Regierung positioniert hat und die FDA wird nachziehen, natürlich, und wird da auch Pflöcke in den Boden rammen, die für die restliche Welt maßgeblich sind. Weil jeder natürlich in die USA exportieren möchte, jeder Maschinen- und Anlagenbauer. Das heißt, welche PFAS, die Frage wird lauten, welche PFAS wird die FDA verbieten und wird PTFE dabei sein? So, wir denken ja immer, wenn es für die westliche Welt zu schmutzig wird, dann landet sowieso die Produktion in Asien. Aber wie wir sehen, ist auch bereits in China das Thema präsent.
Und wie die chinesische Regierung mit Umweltsünden umgeht, hat man in der Vergangenheit sehen können. Also hier auch eine kurze Pressemitteilung. Chinesische Provinz schließt 9 Chemieparks. Da waren mal eben so über 1000 Firmen betroffen. Also bei aller westlicher Kritik, es ist tatsächlich nicht so, dass den Chinesen die Umwelt egal wäre. Eine große Frage wird lauten, wie werden die Verbraucher reagieren? Wir haben natürlich Einflüsse von allen Seiten, von Umweltorganisationen, von Medien, von der Politik und natürlich auch von den Konzernen durch ihre Werbung. Und für mein Empfinden nach wird der Verbraucher mündiger, er wird mit seinen Entscheidungen dann auch achtsamer umgehen. Und wir werden sehen, wie sich die Kräfte hier positionieren des Marktes. Die Konzerne, hier ist mal, sind sie, die weltgrößten Konzerne mal einfach ineinander geschaltet. Wir wissen, die Konzerne, allein die Lebensmittelkonzerne sind, glaube ich, gerade mal ein Dutzend, die den ganzen Weltmarkt beherrschen. Und die werden sich zu dem Thema positionieren müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Also, und wenn jetzt ein großer Getränkekonzern, sei es jetzt durch innen oder durch äußere Kräfte, gezwungen würde, auf PTFE in seinen Anlagen zu verzichten, dann wird es natürlich wegweisend sein für die ganze Branche. So, was sollen wir jetzt tun? Da habe ich mir sehr schwer getan. Wegen vielen Unwägbarkeiten. Da ist natürlich jetzt auch schon sehr viel subjektive und persönliche Weltanschauung des Stefan Bock dabei. Eigentlich wollte ich diese Folie schon fast wieder löschen, weil Ruhe bewahren ist, hat natürlich, hätte zwei Aspekte. Einmal, dass man ruhig bleibt, um denken und agieren zu können. Auf der einen Seite könnte es auch bedeuten, nichts zu tun. Ich würde das Zweite jetzt mal nicht mehr machen, nichts zu tun. Nämlich, wir sollten uns jeder, der irgendwie Fluorpolymere verarbeitet, sollte sich einen Plan machen, wie er, wo er in seinem Unternehmen, seinen Maschinen, seinen Anlagen Fluorpolymere einsetzt, was die für eine Funktion haben, welche Branchen damit bedient werden und was da am ehesten vielleicht in Frage gestellt werden könnte. Dann auch wieder eine Empfehlung von mir. Ich würde die Entwicklungsressourcen, die jetzt vielleicht auch für Neuprojekte oder für irgendwelche Luxusthemen benutzt werden, auf die Erprobung von PFAS-Alternativen fokussieren. Ich würde wirklich alle Neuprojekte in Frage stellen und schauen, die Ressourcen dafür freizumachen. Es ist davon auszugehen, dass eure Kunden jetzt mit diesen Themen an euch herantreten werden und sich die Prioritäten dann verschieben werden. Also wirklich eine ganz klare Handlungsempfehlung, sämtliche Entwicklungsressourcen auf die Erprobung von Alternativen zu fokussieren. Wir wissen ja alle, dass Tests oft Monate oder sogar Jahre dauern, bis neue Bauteile den Serienstand der bisherigen erreicht haben. Ja. Dann den Fokus bei der Materialumstellung auf Anwendungen zu reduzieren mit Lebensmittelkontakt, die konsumentennah sind, mit den größeren Stückzahlen und wo es ohnehin schon technische Probleme gibt. So, und welcher Kunststoff nehmen wir da? Wer jetzt bei den letzten Webinaren aufgepasst hat oder auch auf der Website schon mal gesehen hat, weiß, dass wir als Bock Machine ultrahochmolekulares Polyethylen dafür favorisieren. Das ist ein Werkstoff, der jetzt nicht neu ist, den gibt es überall zu kaufen. Wir haben bei UHMW PE, wie man sieht, denselben Molekülaufbau. Wir haben die Kohlenstoffketten, die allerdings nicht von Fluoratom umgeben sind, sondern von ganz banalem, umweltfreundlichen Wasserstoff. Und das Zeug taugt wirklich. Das einzige Problem ist, man muss es zersparen können. Ja, Faltenberger Membran beispielsweise können Stand heute bis 85 Grad
mit relativ geringen konstruktiven Änderungen kurzfristig umgestellt werden. Bewegte Dichtungen, also immer da, wo was schleißt, Radialwellendichtringe, Kolbenstangendichtungen, bereits bis 130 Grad. Eine Empfehlung wäre auch mal, andere Kunststoffe in Betracht zu ziehen, da wo eben PTFE aufgrund von seiner Temperatur oder tribologisch eingesetzt wird. Die Kunststoffwelt ist viel größer noch. Also das sollte man sich einfach mal umschauen. Das Angebot ist ja riesig und es muss ja nicht immer Teflon sein oder PTFE. Gerade auch für Gleitlager gibt es noch andere hervorragende Werkstoffe und ja, vielleicht gibt es ja an einem nächsten Webinar ein bisschen mehr dazu. So, die eierlegende Wollmilchsau. Die ist hier stellvertretend für ein Bauteil aus PTFE, das alle Anforderungen erfüllt. Also die Empfehlung lautet, zwischen Anwendungen zu differenzieren. Fluorpolymere nur, wenn unbedingt notwendig. Bisher war das natürlich bequem. PTFE war billig und PTFE hat ein unglaubliches Einsatzspektrum. Und das hat oft dazu geführt, dass es nur noch ein oder wenige Varianten eines Bauteils oder einer Baugruppe gab, die dann universell eingesetzt wurde. Ich finde, diese Praxis sollte in Frage gestellt werden. Ich rate dazu, die Anforderungen mit den größten Stückzahlen zu trennen und dafür ein anderes, weniger kritisches Material zu benutzen. Beispiel: Getränkeabfüllung, Anwendung mit ZIP, also Clean in Process, mit 85 Grad, da könnte man Wald- und Wiesenkunststoff nehmen, so wie UHMWPI. Und für Anwendungen mit Dampfsterilisation bis 125 Grad oder darüber eben ein Fluorpolymer, in dem Fall wahrscheinlich PTFE. Auf diese Art und Weise lässt sich das Volumen, das schiere Volumen von PTFE-Bauteilen mit Sicherheit um 90% reduzieren. So, jetzt bewege ich mich mal außerhalb von unserer Branche und wir haben natürlich auch hier einen gewissen, wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur jetzt der Fluorpolymerbranche gegenüber, sondern wir haben, oder unseren Kunden, wir haben auch eine Verantwortung der Natur und der Umwelt gegenüber, deswegen sei dies auch gesagt und richtet sich jetzt an den Konstrukteur und Entwickler. Man sollte Kunststoff generell auch oft mal in Frage stellen. Ist es der richtige Werkstoff, um eine Aufgabe zu lösen? Vielleicht tut es bei manchen Themen ja auch mal Keramik, so wie bei den Pfannen. Im Übrigen, bei der Gelegenheit, ich rechne nicht damit, dass in Zukunft noch Teflonpfannen gekauft werden. Auch wieder an Konstrukteure gerichtet. Manchmal ist es auch ratsam, mal komplett anders zu denken. Früher hat man ja gesagt Querdenken, aber dieser Begriff ist ja nicht mehr erlaubt. Also Andersdenken bei der Lösungsfindung, wenn es manchmal gar nicht funktioniert. Vielfach ist es ja so, dass man bereits durch die jahrelange Beschäftigung mit einer Aufgabe oder mit einer Branche so betriebsblind ist, dass man vielleicht auch weiter naheliegende Lösungen gar nicht sehen kann. So, wenn trotzdem noch PTFE unbedingt eingesetzt werden muss, dann sollte man unbedingt auf Nachhaltigkeit achten. Das beginnt eigentlich schon mal damit, dass man die Lebensdauer der Bauteile maximiert. Es ist auch so, dass in den ganzen Wartungsvorschriften oft der Wartungsplan viel zu frühen Austausch vorsieht. Als nächsten könnte man sagen, auch dran denken, den Materialeinsatz zu minimieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen Faltenberg habe, dann könnte man auch durch einen Abstreifer ersetzen, da wo es hygienisch möglich ist. Compounds haben noch einen weiteren Aspekt, nämlich beim Recycling werden sie immer noch verbrannt. Das heißt, wenn man auf Compounds verzichtet, hat man da auch schon mal was dazu getan. Und Regenerat, also wieder aufbereitetes PTFE, hat natürlich eine deutlich günstigere Umweltbilanz als virginales PTFE und reicht für viele Anwendungen eigentlich aus. So, jetzt kommt wieder meine eigene Meinung. Ich finde, es gibt jede Menge Anwendungen, die wir moralisch nicht verantworten können und dürfen. Dazu zählt der Einsatz von Pestiziden, Wehrtechnik, Branchen mit erheblichem Umwelteinfluss. Jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis, Impfstoffe, Gentechnik.
Man sollte sich wirklich fragen, ob es notwendig ist, dafür auch noch weiter Fluorpolymere einzusetzen. Vielleicht ist es jetzt auch mal die Gelegenheit gekommen, da mal umzudenken. Und für alle die, die noch anderer Meinung sind, die sich da jetzt nicht wiederfinden können, habe ich auch noch eine letzte Empfehlung. Und damit wäre ich auch schon am Schluss meines Vortrags angelangt. Ich hoffe, dass ich zu diesem Thema, soweit ich den aktuellen Stand erfassen konnte, einigermaßen alles erläutern konnte. Vielen Dank für eure Teilnahme, für die Aufmerksamkeit. Wer möchte, kann nun weiter online bleiben und sich der anschließenden Diskussion gerne aktiv oder passiv beteiligen. Und ich würde mich jetzt über Fragen oder Beiträge freuen. Gerne auch Mikro auf laut schalten. Ja, leider haben wir jetzt erst während des Webinars die Teilnehmerzahl von 40 auf 200 freischalten können. Wir haben jetzt aktuell 55 Teilnehmer, 127 hatten sich angemeldet. Damit mit diesen Anmeldungen haben wir so viel Teilnehmer, hätten wir so viele Teilnehmer gehabt wie in den 7 Webinaren davor. Da hat uns jetzt die Technik einen kleinen Streich gespielt. Ja, ich lese gerade noch vom Jürgen Posner an Anwendungen. Personal Care, Beschichtung von Windeln. Windeln waren auch beschichtet. Ja, Wahnsinn. Also sind es wahrscheinlich immer noch. Unglaublich. So, möchte sich noch jemand melden? Ist es bei jedem angekommen, das Thema? Gab es was? Gab es eine Überraschung? Ist jemand geschockt? Ja, dann vielleicht, wenn sich keiner traut. Da, der Michael Turzer. Kann man ihn freischalten? So, Michael Turzer. Ja, guten Tag. Servus. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und ich war noch ein bisschen. Ich habe mir diese Woche mal Ihr Webinar, das Vorgänger-Webinar angeschaut, weil das empfohlen wurde. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir mit unseren Dichtungen genau diesen Punkt treffen, weil die Materialbezeichnungen, die wir bei Ihnen pflegen, die sind ja etwas eigenartig oder firmeneigenartig. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da voll im Feuer stehen mit Da unserem kann ich Punkt. voll Entwarnung geben, da handelt es sich tatsächlich um ultrahochmolekulares Polyethylen. Also alles safe. Okay. Alles safe. Dann bin ich schon wieder ein bisschen beruhigt. Nichts mit PFAS. Gut. Also interessanterweise, ich rede mal nur ganz allgemein von der Anwendung. Wir haben einen Abstreifer, wo wirklich auch extrem abrasives Medium abgestreift wird. Und da müssen per se alle Elastomere versagen, weil wir auch Trockenlauf haben und ultrahochmolekulares Polyethylen. Da gibt es auch einen Blog dazu. Ist meiner Meinung nach der beste Werkstoff, wenn es um Abstreifer geht. Und da kommt eh nichts anderes mit. Also da hat PE schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. PTFE ist wesentlich verschleißanfälliger als PI, interessanterweise. Man muss PTFE musste man füllen, damit es ungefähr in die Richtung kommt. Und Polyethylen braucht es eben nicht. Es kann auf Füllstoffe verzichten. Also wir haben, ich möchte das mal so ein bisschen anwenden, vielleicht unsere Anwendungsgebiete haben sich ein bisschen verlagert. Früher haben wir ja rein Nassbearbeitung gehabt, jetzt haben wir ja viel Keramikstaub oder Okay. ich sage mal, die Anwendung schwenkt so ein bisschen auf Anwendungen, wo nur noch trocken bearbeitet wird, also wo nur noch Staub anfällt, Okay. Keramikstaub. Und das führt bei uns momentan teilweise zu erheblichen Problemen. Und was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, wir erhöhen einen irgendwelchen Reibwert in der Oberflächenpaarung. Also wir haben ja geschliffene
Oberflächen, Edelstahloberflächen, RZ kleiner 1 μ, ja. Und trotzdem haben wir, weil die Partikelgrößen ja teilweise auch kleiner 1 μ sind, haben wir Veränderungen der Reibverhältnisse im okay. Prozess irgendwann. Und die okay. Kräfte, die steigen enorm an, obwohl wir äußerlich so gut wie nichts sehen. Ich glaube, da müssen wir doch nochmal, die Firma besuchen und dann schauen wir uns das mal an. Ne? Ja. Dankeschön für den Hinweis. Also Entwarnung. 100% Entwarnung. Keine Sorge. Gut. So, es gibt eine weitere Frage vom Uwe Horre. Gibt es von 3M weitere Ansagen, welche Produkte genau betroffen sind? Also was ich sagen kann ist, wir reden von sämtlichen Fluorpolymeren. Dynon produziert meines Wissens nach PTFE, dann natürlich modifiziertes PTFE mit dem Handelsnamen TFM, PVDF, PFA und FEP. Bei den Fluorelastomeren FKM und FFKM, also teilfluorierte Gummi und vollfluorierte Gummi. Dann neben auch noch niedermolekulare PFAS für Ausrüstung. Aber da müsste ich jetzt noch weiter recherchieren. Das kann ich jetzt nicht in Gänze beantworten. Auf alle Fälle die wichtigsten Fluorthermoplaste und Fluorelastomere sind betroffen. Ist damit die Frage soweit beantwortet? Ja. Gerne. So, ansonsten, ja, also wer in die Diskussion einsteigen möchte, bitte kurz die Frage eintippen oder kurz mal sich bemerkbar machen. Frau Hannelore Söllner tippt gerade, dann tun wir die mal freischalten, würde ich sagen. Da ist sie, ja, genau. So, Hannelore Söllner, Mikro ist freigeschaltet. Noch nicht ganz. Will nicht. So, Frage. Gibt es Alternativen zu den genannten Werkstoffen? Ich vermute zu den genannten, zu PTFE oder zu UHMWPE? Also zu PTFE, wie gesagt, gibt es bis 130 Grad, behaupte ich jetzt mal, gibt es Alternativen, die eigentlich jetzt schon einsetzbar sind. Wir haben die hier bevorratet. Es muss auch nicht unbedingt bei uns gekauft werden, sondern viele Dichtungshersteller beschäftigen sich schon mit UHMWPE. Okay. Die Frage war ein bisschen anders, aber ich bringe noch die Antwort zu Ende. Also wir reden von, für PTFE gibt es eigentlich Alternativen. Ich sage jetzt mal von minus 200 Grad bis plus 130 Grad. Wir reden jetzt hier von FPM und FKM. Also FPM und FKM sind Synonyme. FPM ist der etwas veraltete Begriff, FKM der neuere. Der Handelsname von DuPont lautet Viton. Und an sich wird es für diese Fluorelastomere, um diese chemische und thermische Beständigkeit zu bekommen, wird es vermutlich keine fluorfreien Alternativen geben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Konstruktion habe, wo ein FKM-O-Ring drin ist oder eine Membrane aus FKM, dann müssen wir etwas tiefer in die Entwicklung einsteigen und müssen schauen, wie wir die Konstruktion verändern, dass wir einen alternativen Werkstoff, einen Kunststoff oder sonst was anderes nehmen können. Aber diese Erfahrung haben wir und haben wir auch schon mehrfach an den Tag gelegt, dass wir das können. Damit die Frage beantwortet. Kannst du sie freischalten? Ja. Okay. Nächste Frage. Wird es Enduflon P16 noch elektrisch leitfähig geben? Ein ganz klares Ja. Also Enduflon P10 ist ja auch die leitfähige Variante von UHMWPE. Und
Es wird auch da eine Variante geben, die noch stabiler ist, noch abriebfester und auch bis 125, 130 Grad geeignet sein wird. Da sind wir dabei. Das wird in Kürze verfügbar sein. Wir reden also bei Enduflon P16 von einem modifizierten PTFE, was gegenüber dem nativen PI, nicht modifiziertes PTFE, Entschuldigung, habe mich versprochen, von einem modifizierten Polyethylen, was sich nochmal durch eine höhere Abriebfestigkeit deutlich verbessert nochmal und auch eine höhere Temperatureinsatz auszeichnet. Nächste Frage, wird es einen Ersatz für Kalretz geben? Also Kalretz ist ein vollfluorierter Elastomer. Kalretz meines Wissens nach auch der Handelsname von DuPont für FFKM. Auch da selbe Antwort wie bei FKM. Ich gehe davon aus, dass diese, also wir reden ja immer bei fluorierten Kunststoffen oder Elastomeren von dieser Kohlenstoff-Fluor-Verbindung, die eben diese hohe chemische Stabilität hat und da eben der Garant ist für diese hohe Temperaturbeständigkeit und die chemische Beständigkeit. Also, und dessen ist ganz klar damit verbunden, dass wir eine Fluor-Verbindung haben. Die Antwort auf diese Frage muss Nein lauten. Also es wird keinen Ersatz für FFKM geben. Auch da wird es wieder so sein, dass wir anders denken müssen, was diese Dichtsysteme betrifft. Das wird spannend. Ich gehe davon aus, dass diese Hochleistungselastomere bleiben. FKM und FFKM, die sind einfach zu notwendig. Die Produktion wird sicher nicht billiger werden. Durch diese Verknappung sowieso. Die Werkstoffe werden teurer werden. Die Werkstoffe haben natürlich auch Nachteile, was zum Beispiel was Compression Set betrifft. Und wenn man da ohnehin Probleme hat mit seiner Konstruktion, was diese Themen, diesen Aspekt betrifft, der eben der reduzierten mechanischen Festigkeit, dann kann man gerne mit uns reden, ob es da nicht Sinn macht, eine Alternativkonstruktion mal auf den Weg zu bringen. Aber da würde ich jetzt Entwarnung geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fluorpolymere und die Fluor, also beide Gruppen, die Thermoplaste und die Elastomere, die werden weiter produziert. Die werden weiter verfügbar sein. Sie werden teurer. Man wird natürlich auch, genauso wie bei Peak, sich überlegen, Peak ist ja auch an sich schon teuer, wird man überlegen, wo man das einsetzt. Man wird es sparsam verwenden in den Branchen, wo es notwendig ist. Und bei Kalretz ja sowieso, das Zeug war ja schon immer teuer. Das wurde ja nicht mit der Gießkanne verteilt. Also da würde ich jetzt auch keine großen Aktionen reinsetzen. So, gibt es noch Fragen? So, eine Frage von Hallo Söller. Gibt es Ersatz für Materialien bis 150 Grad, zum Beispiel äquivalent zu Teflonleitungen? Tatsächlich sind wir bei Teflonleitungen dran. Wir haben die erste Bemusterung auch aus modifizierten ultrahochmolekularen Polyethylen. Könnte sogar sein, dass die auch, was die Diffusionsdichte betrifft, noch besser sind als Teflon. Wir reden heute von einem Einsatzgrenze von 130 Grad. Biegewechselfestigkeit sollte vergleichbar sein. Physiologische Unbedenklichkeit, chemische Beständigkeit auch. Also bis 130 Grad können wir haben sie bei uns jetzt Polyleitungen getauft, hier intern. Wir können also Polyleitungen anbieten, die Funktionalität der bisherigen Teflonleitungen, wir reden jetzt hier natürlich von der Getränkeabfüllung, die Funktionalität eigentlich erfüllen. 150 Grad ist ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht kann man auch mal das Dämpfen ein bisschen begrenzen mit 130. So, ich glaube, da hat noch jemand was
Noch eine Frage? Nein. Okay, also noch würde ich sagen, gebt mir noch 10 Sekunden Zeit. Erstmal vielen Dank für die aktive Teilnahme. Vielen Dank für diese qualifizierten Fragen. Ja, es tut mir natürlich leid für die, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind. Die müssen sich das Ganze jetzt im Nachgang anschauen. Aber auch da wird es sicher Rückmeldung geben. Und das nächste Webinar, also es gibt jetzt natürlich auch da meinen Blog, der ständig erweitert wird. Und das nächste Webinar wird sich mit Sicherheit auch mit PFAS beschäftigen. Es gibt im Augenblick eine Idee zu diesem Thema. Wir werden uns also mit Gleitlagern beschäftigen. Es kann natürlich sein, dass durch aktuelle Anlässe sich das Thema nochmal verschiebt. Wir werden das rechtzeitig mitteilen und alle Teilnehmer wieder einladen dazu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal voraussichtlich am 1. Juni 2023. Und bis dahin verbleibe ich als Ihr Stefan Bock. Ciao.